Hol dir dein Coke für die heißeste Phase der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Herzlich willkommen an diesem heißen WM-Dienstag aus dem Krone AT-Studio. Ja, drei Spiele erwarten uns heute und ich habe Experten Walter Kogler heute bei mir sitzen. Drei Spiele, die es in sich haben werden. Das erste ein, sagen wir mal so, Exotenduell wäre übertrieben, weil wir auch die Kolumbianer dabei haben. Aber Kolumbien gegen Japan, da wissen wir von den Japanern sehr wenig. Gell? Ja, von den Japanern relativ wenig, aber dafür wissen wir, dass Kolumbien eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Denke an Falcao, James Rodriguez und. Sehr viele Spieler, die in Europa ihr Geld verdienen, also Kolumbien sehr stark. Aber man wird sehen, was Japan dann zu bieten hat. Und bei dieser WM sind wir es ja fast schon gewöhnt, dass sich die Favoriten in den Spielen plagen werden. Und die Japaner werden sicher auch um ihr Leben rennen. Ja, davon gehe ich aus. Also man weiß, dass die Japaner auch eine gute Mannschaft haben. Sie sind nicht das erste Mal bei einem Großereignis dabei. Das heißt, sie haben auch eine gewisse Erfahrung, wie man in solchen Spielen auftritt. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt und gehe davon aus, dass es ein enges Spiel werden könnte. Um 17 Uhr betritt dann Robert Lewandowski erstmals den Rasen bei dieser Weltmeisterschaft. Auch ein absoluter Superstar, der ins Turnier eingreifen wird. Polen gegen Senegal. Wird Lewandowski den Ausschlag geben können für einen Polensieg? Ja, zumindest ist er der Schlüsselspieler bei den Polen. Ist der Spieler mit der größten Erfahrung, mit der größten Ausstrahlungskraft, der Goalgetter vom Dienst. Und wenn das polnische Spiel erfolgreich sein soll, dann wird es sehr, sehr stark davon abhängen, wie Lewandowski eben auftritt. Dann aber der Senegal natürlich auch keine Nasenbohrer, Koulibaly, Sadio Mané von Red Bull Salzburg, den wir kennen, eine Mannschaft, die auch weit über 300 Millionen Euro teuer ist, wenn man sie auf einen Sitz aufkaufen wollen würde. Der Senegal für viele auch einer der stärksten afrikanischen Mannschaften, wie siehst du das? Ja, für mich von den Namen her die stärkste afrikanische Mannschaft. Und freue mich auch, Sadio Mané wieder zu sehen. Und ich denke, dass das für Polen ein ganz schwieriger Auftaktgegner sein wird. Und spricht wieder einmal mehr für die sensationelle Arbeit bei Red Bull Salzburg, muss man neidlos anerkennen, was die für Spieler da rausbringen. Haben wir schon einige bei der Weltmeisterschaft hier bestaunen können. Russland gegen Ägypten um 20 Uhr, ein Spiel, die Russen natürlich im Hoch nach dem 5:0 Auftaktsieg, die Ägypter im Tal der Tränen gewesen. Die große Frage natürlich für alle, spielt Mohamed Salah oder spielt er nicht? Das würden wir uns alle wünschen, dass wir ihn heute sehen. Weil man hat auch gemerkt, dass im ersten Spiel bei dieser WM sehr stark abgegangen ist. Also genau die Momente, wenn Ägypten umschaltet, nach vorne spielt, dann hat man gemerkt, dass eben Salah nicht da ist. Und das hat eben Ägypten im ersten Spiel zu einem Punktgewinn dann letztendlich gefehlt. Die Russen natürlich mit einem großen Selbstvertrauen, aber wenn man die Partie nochmal im Kopf sich Revue passieren lässt, dieses Auftaktspiel, die haben auch lange gebraucht, bis sie auf Touren gekommen sind und dann am Schluss ist es relativ locker gegangen plötzlich. Ja, lange gebraucht, weil einfach auch als Gastgeber der Druck enorm ist. Du spielst zu Hause, du hast das erste Spiel, du solltest gewinnen und das ist alles nicht so einfach. Aber man hat dann auch gemerkt, wenn der Druck weniger wird, wie befreit dann die Mannschaft aufgespielt hat. Und letztendlich war es wie ein Befreiungsschlag für die Russen. Und sie haben heute die Möglichkeit, mit einem zweiten Sieg die Vorrunde so quasi schon zu überstehen. Hätte man mich vor einer Woche noch gefragt, hätte ich gesagt, Russland, Ägypten, für mich sogar Ägypten der leichte Favorit, nach der schlechten Vorstellung auch der Österreicher, der Russen gegen Österreich. Wie siehst du das? Haben sie dir gegen Österreich auch so wenig gefallen wie mir? Ja, das war ein Spiel, wo ich mir nach dem Spiel nicht gedacht hätte, dass sie so ein Auftaktmatch bei dieser WM liefern. Aber Tatsache ist, sie haben es zu Wege gebracht und strotzen jetzt sicher vor Selbstvertrauen. Sie wissen, sie sind gut reingestartet, haben die Möglichkeit, im zweiten Spiel schon quasi die Vorrunde zu überstehen. Und das alles wird es ausmachen, dass die Russen richtig vollgepumpt mit Selbstbewusstsein auftreten werden. Walter, auf das freue ich mich schon. Auf die anderen zwei Partien natürlich auch heute bei uns auf Krone.at werden Sie wie immer bestens informiert sein. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, schauen Sie zum Public Viewing in die Prater-Sauna. Da können Sie nicht nur in den Pool hupfen, sondern auf einer Riesenleinwand die Spiele genießen und unsere Experten belauschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen WM-Tag und bis zum nächsten Mal. Baba.